ja, 13, 14 oder so im Jugendzentrum bei uns damals und habe auf Instrumentals von Dr. Dre gerappt, von The Chronic, und habe die Texte von Snoop und so nachgerappt mit Kumpels. Dann richtig Musik gemacht habe ich eigentlich erst dann so mit 18, 19, wo ich dann geschnallt habe, so dass ich Texte schreiben kann. Ich habe per Zufall eigentlich einen Text geschrieben, also meinen ersten Text. Ich wollte eigentlich über eine Braut berichten, so, die wir alle kannten, so, und wollte die ein bisschen lächerlich machen eigentlich, so, und habe dann gemerkt, dass der Text sich über die Hälfte eigentlich reimt. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Rapper werden. Ich habe dann angefangen aufzulegen. Also ich war dann eigentlich erst wirklich DJ, und durch das DJen dann, die Instrumentals auflegen und das Hosten im Club, habe ich dann einfach versucht, mal die Texte zu rappen, so. Und da sind dann Leute immer wieder auf mich gekommen und haben gesagt, ey, du kannst voll krass rappen und so, und rapp doch mal lieber anstatt auflegen. Und was ich dann auch gemacht habe, so die Inspiration, die ich dann hatte zu rappen oder was ich dann cool fand, war eigentlich allgemein Hip-Hop. Also das kam von Westküste, Dr. Dre, Snoop und sowas bis hin Ostküste zu Gangster, Nas und weiß ich was nicht. Da waren natürlich auch schon ältere Sachen, Public Enemy, NWA, De La Soul, Two Life Crew, Jungle Brothers, Tribe Called Quest, da kam alles Mögliche. Am meisten habe ich aber West Coast eigentlich gefeiert, also so Dre, Snoop und sowas, Above the Law, das waren so meine Sachen, MC8, Spice One, das waren so die Sachen, die ich echt so richtig mies gefeiert habe. So. Vom Süden kamen auch schon Sachen, so Fifth Ward Boys, also Ghetto Boys und sowas, das war auch so mein Metier, was ich gefeiert habe. So. Und da habe ich halt einfach meine eigenen Texte. Ich habe auch am Anfang erstmal so denglische Texte geschrieben, weil hier in West-Berlin haben halt viele Rapper angefangen, erstmal Englisch zu rappen. Was ich nicht so gut fand, erstmal so Englisch rappen, weil ich auch gar nicht so der englischen Sprache so bemächtigt bin eigentlich. Und ja, habe dann eigentlich ziemlich schnell entschieden, dass ich auf Deutsch rappe und meine Texte schreibe. Ja. Also Berlin war insofern ein großer Einfluss, dass halt, ich sag jetzt mal, die Beats und die Raps eigentlich sehr amerikanisch denn halt waren. Dadurch, dass wir halt hier viel Amis hatten denn zu der Zeit damals, weil die Mauer noch oben war und das halt dann schon eigentlich Inspiration war und Einfluss auch großer, waren Dino und ich damals immer der festen Überzeugung, wir sind die Einzigen, die auf Deutsch rappen können eigentlich. Wir kannten auch damals nichts. Da gab es schon Sachen auf jeden Fall. Also man kannte Rödelheim oder Fantas und sowas, aber was jetzt in unserem Kosmos jetzt nicht so als krass so. Die konnten rappen auf jeden Fall, aber das war jetzt nicht so, so haben wir uns Rap nicht vorgestellt. Schon eher wie Rödelheim denn gerappt hat, also das hat uns schon eher zugesagt. War aber immer noch nicht das, wo wir gesagt haben, das ist jetzt cool. Das war es dann, glaube ich, dann für uns Westberliner war das dann, glaube ich, zu deutsch. So von den Beats her und wie die gerappt haben eigentlich so. Obwohl Moses jetzt wahrscheinlich sich an den Kopf fassen wird, auf jeden Fall so. Ja, dann haben wir dann angefangen und dann haben wir Leute kennengelernt wie FAB, Immo also und Ferris. Dann kamen so massive Töne, Afrop und so. Und da hat man schnell gemerkt, so, dass natürlich andere Leute auch Deutsch rappen können. So. In Berlin ist halt insofern Einfluss, dass halt, ich sag jetzt mal, der typische Specialist-Sound, überhaupt Berliner Rapper-Sound, ist halt immer ein noch größeres Maul haben als die anderen Rapper auf jeden Fall, noch cooler und krasser sein als die anderen Rapper. Die Vielfalt auf jeden Fall in Berlin, so, also dass du halt orientalische Sachen mit einfließen lässt, so sehr viel amerikanischen Rap, also viele englische Wörter auch mit reinbringst eigentlich. Ja, und dann halt natürlich Freunde, Familie, die Umgebung, dass du halt über deine Gegend rappst. Also Kreuzberg war das dann halt damals immer. Und ja, allgemein, du als Berliner hast du halt schon gutes Standing so in der Welt. Man hat halt am Anfang, glaube ich, halt mehr die Produzenten machen lassen, mit denen man gearbeitet hat, weil man ja halt selber noch nicht genau wusste eigentlich. Und ich glaube, nach und nach traust du dich dann halt auch mehr, dein Maul aufzumachen und zu sagen, so, ey, spiel mal bitte lieber so. So, ich für meinen Teil bin jetzt auch nicht wirklich der Musikalischste, so. Also ich kann kein Keyboard spielen oder sowas oder Gitarre oder so. Ich kann keine Noten lesen oder so. Das sind eher, was ich nach Gefühl gehe, so. Und wenn jetzt KD zum Beispiel irgendwas einspielt, so, und der probiert ja erstmal verschiedene Melodien aus und ich dann halt da hinten sitze und was schreibe und
irgendwas catcht mich in meinem Ohr, dann sage ich so, ich spiele das nochmal. Und es ist sehr oft leider so, dass er dann schon inzwischen dann zwei, drei andere Melodien gespielt hat. Und dann die Melodie, die ich dann gut finde zu finden, ist dann auf jeden Fall schon ein Abenteuer. Aber meistens ist es ja dann heutzutage so, dass er, also jetzt im KD-Fall, dann halt schon Beats vorher hat irgendwie. Ich mir die dann anhöre und dann sagt der Beat mir persönlich zu. So, das kann natürlich dann auch jetzt ein Southbanger sein oder ein Reggae-Beat oder so, weil ich dann halt gerade irgendwie Beanie-Man-Album höre oder viel Bon B-Album höre, dass mich das dann gerade situationsbewusst beeinflusst, auf jeden Fall auch. Aber sonst hat sich da eigentlich, glaube ich, gar nicht groß was verändert von dem Sound her, weil ich bin ja immer noch ich.